Freude auf den Ball? Jedes Jahr sehr groß. Es wird ein schöner Ball werden mit netten Besuchern, nicht nur aus Österreich, aus Europa. Und einer der schönsten Ballnächte, nicht nur Wien, in ganz Österreich. Ja, jetzt hat es wieder eine Demo gegeben. Wie glauben Sie, hat sich die Akzeptanz des Balls über die Jahre verändert? Also man sieht ja an den Demonstrationen heute meines Wissens im Vergleich zu den Jahren davor, dass sie viel kleiner geworden ist und insgesamt diese Gegenwehr langsam zerbricht. Trotzdem steht jedem frei zu demonstrieren, das haben wir in der Verfassung normiert, das ist wichtig, solange es nicht ausschreitet und gewalttätig wird, was leider die letzten Jahre auch immer wieder noch der Fall war. Der Ball selbst wächst, wir haben heute einen Besucherrekord schon beim Kartenverkauf und das ist eine schöne Sache, ein Stück wie der Balltradition. Aber ich habe kurz eine andere Frage. Der Herr Innenminister relativiert es jetzt seine Aussage, dass die Politik über den Recht stehen sollte. Was sagen Sie dazu? Wie interpretieren Sie das? Nein, es ist noch immer ganz einfach. Die Politik setzt Recht. Ich bin gewählter Mandatar und setze somit Recht. Wir sind vom Volk beauftragt, Recht zu setzen bzw. Recht zu verändern. Das ist eine ganz logische Sache. Das ist sozusagen die erste Stunde in der Rechtswissenschaft und das gilt einfach auch. Ja. Kann man auch die EU oder die Menschenrechtskonvention sozusagen Recht setzen? Wir wissen ja ganz genau, dass auch die EU Recht setzt durch Verordnungen und Richtlinien. Das lernt man auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist eine ganz einfache Sache.